Eine neue Folge von Minecraft beginnt. So. Kein Creeper oder so in der Nähe hoffentlich. Natürlich könnte sich hier noch was verstecken. Sieht aber soweit sauber aus. Ja, toll. Ich nehme mir noch ein paar Akazien-Dinger hier mit. So, dann können wir hier noch. Die 64 will ich wenigstens noch voll machen. So. Zu futtern brauchen wir, dann nehme ich mal das Zeug hier, damit das endlich mal wegkommt. So, dann können wir jetzt wieder ein wenig Wand hochziehen und ich habe mir wieder kein Bett mitgenommen. Das ist natürlich jetzt ärgerlich, weil langsam könnten wir doch hier drin schlafen. Jedenfalls in diesem Bereich, den wir hier schon ganz schön hochgezogen haben. Ich weiß auch gar nicht, wie groß ich das insgesamt hier machen soll. Auf jeden Fall muss der Turm ja etwas größer sein als der Hauptbereich. Jo, keine Ahnung. Das kann ja etwas kleiner sein. Ich lasse das erstmal auf dieser Höhe. Verdammt. So, wir haben dann noch wieder ein paar Bäume, die holze ich gleich mal ab. Und dann können wir uns an die Bänke machen und in der Zeit wächst hoffentlich hier etwas nach. Ich sollte definitiv vielleicht auch noch ein paar Eichen pflanzen für die Stützbalken, die dann oben irgendwie vielleicht hinkommen. Mal gucken. Ich glaube, das wird ein bisschen übertrieben, alles was ich mir gerade vorstelle. Für so eine kleine Westernkirche. Yippie! Zum Glück ist kein Gegner da. Nett. Na, verdammt. Wie groß soll ich das Ganze denn machen? Hier sind wir 1, 2, 3, 4, 5. Ja, ich glaube, da muss noch ein bisschen was hoch. Nicht schon wieder. Hat sich gerade das Holz irgendwie verfärbt oder kam mir das nur so vor?
So, damit sind wir durch. Dann kommt jetzt das Birkenholz. Wo haben wir es da? Erstmal 64. Daraus bauen wir jetzt erstmal genügend Holztreppen. 40 Stück reichen hoffentlich. Ich hoffe, das passt hier auch einigermaßen rein. Klack, klack, klack. Ja, ich glaube, farblich geht das sogar. So, haben wir das soweit auch fertig. Wie kriege ich denn das jetzt hin, was ich mir denn vorgenommen habe? Eigentlich bräuchte ich da noch ein paar Zusatzblöcke. Klack, klack, klack. Genau andersrum. Oder so rum. Das hat auch irgendwie was, muss ich zugeben. Wobei es ja, glaube ich, in der Regel andersrum besser wäre. Wie mache ich denn das jetzt am besten? Plup, plup, plup. Und dann so. Ja, okay, lassen wir erstmal so. Jetzt muss ich mir noch überlegen, wie ich hier hochbaue, weil theoretisch... Nee, Santom hat ja eigentlich keine hohen Fenster. Die haben bloß mal seine Blickfenster zwischendurch. In welcher Höhe fangen wir überhaupt mit den Fenstern an? An der zweiten oder erst hier oben? Und wie breit mache ich das Ganze? Ich hatte überlegt, ob ich vielleicht immer so eine Kreuze reinhole. Dann bräuchte ich mindestens eine Dreierbreite. 1, 2, 3, frei. 1, 2, 3, frei. 1, 2, 3 würde sogar hinhauen. 1, 2, 3, nochmal nachprüfen. 1, 2, 3, frei. 1, 2, 3, frei. 1, 2, 3, ja. Und Mindesthöhe für so ein Fenster wäre dann theoretisch, wenn wir hier anfangen würden, dann kommt 3 für den Balken. Der vierte für den Querbalken, eine 5. Eine 5er Höhe plus die beiden. Wäre schon 7 plus in für den Abschluss wären schon 8. Oh, das ist ein bisschen groß, glaube ich, ja. Was haben wir jetzt? 1, 2, 3, 4, 5. Ich mache jetzt erstmal 7. Und baue dann die provisorischen Fenster rein. Vielleicht mache ich das überhaupt farbig. Ich könnte ja auch immer nur ein Fenster von einer Kreuzform machen. Wobei blau und gelb auch irgendwie cool wären. Mal gucken, wenn farbige Fenster gehen, dann mache ich blau und gelb. Falls sie nicht gehen, mache ich ein einfaches Kreuzfenster draus. Wie sieht das hier eigentlich nachts aus? Haben wir da genügend Licht im Raum? Gar keins. Aber wir haben noch ein paar Fackeln.
Dann hole ich mir jetzt Wolle, haben wir ja eigentlich. Dann könnte ich mir eigentlich jetzt hier ein Bettchen machen. Hopp, hopp, hopp. Die Türen mache ich hier lieber zu. Und bringe hier lieber noch ein paar Fackeln an. Hoffentlich geht das gut. Keine Ahnung. Na? Ging gut. Sieht gut aus. Gucken wir mal schnell hoch. Momentan sehe ich hier keine Gegner, nur die Spinne. Und die ist mir egal, ob es auch keine Witch und kein Creeper. Nein, sag bloß, wir sind echt noch zu tief für das Ding, ey, verdammt. So, das war's. Bleibt immer noch die Frage, wie wir das Dach von dem ganzen Ding machen. Ob ich da rot draufklatsche oder vielleicht sogar dieses orange Holz. Wäre vielleicht auch ganz schick. Und würde zur Wüste passen, keine Ahnung. Oh, verdammt. Oder ob ich da einfach Birkenholz draufhau. Ach, ich weiß es nicht. Rote Wolle würde irgendwie mir nicht so passig erscheinen. So, hier wächst schon wieder alles wie verrückt. So, den Baum nehme ich mal noch schnell mit. So, den kann ich mir eigentlich auch noch schnappen. Wieso habe ich denn den nicht abgeholzt, oder ist der gerade neu gewachsen? Oh, wo haben wir denn so viel Holz auf einmal her? Das habe ich doch eben nicht abgeholzt, oder? Na gut, eine 7er Höhe wollten wir, glaube ich. Ups.
So, eine Einerhöhe, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na, hallo Julia. Den Turm lasse ich jetzt erstmal außen vor. So, toll, hey, gut, Folgenpäuschen.